Und ich grüße euch ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich habe euch heute das Unboxing von der neuen My Little Box vom Mai. Ich habe das große Vergnügen, diesen Monat die wieder erhalten zu haben, um sie euch zu zeigen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die My Little Box ist praktisch eine Abo-Box, die ihr monatlich für knapp 17 Euro zu euch nach Hause holen könnt. Das ist eher so eine Lifestyle-Box. Da bekommt ihr etwas Kosmetik, etwas Schminke, je nachdem, Skincare. Und natürlich auch kleine Accessoires und so. Das ist jeden Monat total unterschiedlich. Und ich hoffe, ihr seid so excited wie ich und bleibt einfach dran. Und wir packen die jetzt mal vom letzten Mal. Ich verlinke euch die vom letzten Monat, die Box hier oben. Die Box kommt in einem ganz tollen Custom-Made-Box. Das heißt, sie ist wirklich so eingepackt, dass sie wirklich perfekt da reinpackt. Und die ist richtig schwer diesen Monat. Sie ist von außen jetzt so und die hat auch immer so ein bisschen so ein Thema. Das letzte war ja so ein bisschen Paris. Jetzt heißt er so Bon Appetit. Also ich schätze mal, da sind dann so Items drin, die gerade fürs Essen oder so gedacht sind. Ich habe die Boxen behalten, weil, ist auch ein kleiner Tipp von mir, ihr könnt die Boxen super benutzen, um zum Beispiel eure Make-up-Sachen in Schubladen zu storagen. Ich habe deswegen die schon behalten. Ich habe die hier in den Schubladen verwendet. Und die Box sieht so aus. Ich bin gespannt. Ich nehme jetzt mal das Bändchen da raus. Da gibt es, so sieht aus wie Menükarten irgendwie, voll interessant. Also für die neue brandneue Food Lover Box haben wir alles zusammengetragen, was unsere, hoffentlich auch eure Mägen Vorfreude machen. Also das wird wohl ein sehr essenslastiges Ding sein. Und richtig cool, die My Little Box, das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Zum Beispiel themenbezogen gibt es jetzt hier Rezepte für die Gourmandise. Also praktisch einfach ein paar Rezepte. Ich habe jetzt mal reingeguckt. Das ist so ein bisschen nach Uhrzeit, Frühstück, Mittag, Abendessen. Dann könnt ihr mal gucken. Ein rosaroter Salat und rote Beete Burger und... Hier gibt es, da hinten habe ich irgendwas mit Quiche und Cookies gesehen. Da bekommt ihr praktisch so Grundrezepte. Das ist richtig geil, denn backen kann ich überhaupt nicht. Und hier ist, das ist richtig geil. Das ist praktisch so eine Art Menükarte, Leute. Und da seht ihr praktisch die ganzen Produkte drauf. Ich werde jetzt mal das auspacken. Ich bin schon echt gespannt. Also, hier habt ihr jetzt einen kleinen Beutel. Assisted the Beauty. auf jeden Fall steht da My Little Box. Da sind jetzt ein paar Sachen drin. Jetzt bin ich mal gespannt. Das erste, was ich hier rausziehe, ist eine Weleda Hafer Aufbaukur. Das ist, nehme ich mal an, für trockene und strapazierte Haare. Das ist sehr gut, denn ich habe meine Haare jetzt neulich gefärbt. Das ist super. Dann ist hier noch eine dein wundervolles Liebling. Das ist ja cool. Da gibt es ein gratis Probierpaket, das werde ich mir aber definitiv holen, Leute. Das kostet normalerweise 12,90 Euro, seht ihr das? Und ihr könnt dann mit dem Code und praktisch mit dieser Karte, mit dem Code, das hier drauf ist, praktisch ein Müsli-Paket, das werde ich mir definitiv bestellen. Das ist richtig, richtig cool. Vielen Dank, My Little Box. Dann gibt es... Wow, das ist richtig geil. Und zwar gibt es hier Pröbchen von den Sugar Scrubs von L'Oreal. Und zwar ist es einmal für dieses Glow, verfeinert strahlende Haut. Das ist dreifach feiner Zucker mit Traubenkernöl. Und das andere ist eine für trockene Haut. Das ist für Zucker und Kakaobutter. Sehr, sehr schön. Die Beutel finde ich war übrigens total geil. Die kann man richtig gut behalten. Dann habe ich... Wow, da habe ich ewig nichts mehr von gehabt. Und zwar ist hier ein Rituals-Produkt, The Ritual of Sakura Softening Rice Scrub. Das ist auch ein Body Scrub. Wow, der riecht, Leute. Rituals ist ja auch so ein bisschen so eine Indie-Brand, die praktisch ihr jetzt eigentlich sehr gut erhalten könnt. In vielen Einkaufszentren bei uns in Stuttgart gibt es eigentlich in jedem größeren Einkaufszentrum ein Rituals. Sehr, sehr cool. Sind etwas stark parfümiert. Das heißt, also ich muss da ein bisschen schauen. Ich habe allerdings Bodycremes davon, die ich noch auf jeden Fall aufbrauchen werde. Und das stelle ich auf jeden Fall mal in die Dusche. Weil das ist Reismilch und Kirschblüte. Und es ist so ein Shower Scrub. Das werde ich auf jeden Fall benutzen. Sie sind halt einfach stark parfümiert, die Sachen. Das müsst ihr mögen. Und dann habe ich hier noch drei Sachen rausgezogen. Und zwar ist es ein...
Das ist Französisch. Könnt ihr das lesen? Ich weiß nicht, könnt ihr das lesen, Leute? Serum de Alter. Dings. Serum. Das ist praktisch einfach so ein. Ich guck mal hier in diese sogenannte Karte rein. Mandelcreme, Drinks, Reismilch. Wie heißt die? Ah, hier. Ah, hier. Hier ist eine extra Karte sogar. Das ist ein Serum, das besteht zu 98% aus natürlichen Stoffen. Und das ist praktisch so, das ist ja so was ganz Neues. Das ist so praktisch so Drops, die ihr praktisch in eure Cremes mit reinmachen könnt. Und ich rieche mal dran. Riechen ist immer gut. Riecht sehr neutral. Also ich denke mal, das ist sowas wie auch Hyaluronsäure oder so. Da könnt ihr halt wirklich so ein bisschen eure Cremes noch ein bisschen aufpushen. So, dann haben wir hier von Lancaster ein Micellenwasser. Da freue ich mich auch, denn Micellenwasser ist sehr, sehr beliebt. Ich habe jetzt auch wieder sehr gute Haut. Also das freut mich sehr. Und das habe ich sogar in Full Size. Und zwar ist das die wohltuende Mandelcreme-Gesichtscreme von Weleda. Die finde ich super geil. Also die gefällt mir richtig gut. Das ist so eine richtige Babygröße. Finde ich aber überhaupt nicht schlimm, weil ihr praktisch damit ja auch probieren soll praktisch. Dann habe ich hier etwas. Was ist das? Sie klammern sich so fest an die Türen, dass so gar nichts mehr loslassen kann. Probieren Sie Klippen und deine. Le ah! Jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte gerade, was an die Tür. Also, das sind so Clips. Ich nehme mal an, zum Beispiel, so wie jetzt hier, dass wenn ihr so eine Tüte aufmacht mit Müsli, dass ihr die einfach oben so zukneifen könnt, dass praktisch da keine Lebensmittelmotten und so reingehen. Das finde ich richtig, richtig geil. Das liebe ich an dieser Box, weil einfach die mit Ideen um die Ecke kommen, die ich so bestimmt nicht gehabt hätte. Das ist jetzt runtergefahren. Und dann, also das finde ich eine richtig coole Idee. Vor allen Dingen könnte ich das auch fürs Reisen benutzen, für meine Handcremes oder so, damit die so ein bisschen zubleibt oder so richtig gut. Und dann, ja, also ich, das ist ja geil. Ich habe ein Frühstücksbrettchen bekommen. Also das ist Brettchen statt Teller. Also das ist ja, Moment, da ist bestimmt. Aha. Brettchen statt Teller. Leute, ich habe doch tatsächlich jetzt ein Brett bekommen. Oh, ist das süß! Also, ich habe ein ultra süßes Brettchen bekommen. Und zwar, deswegen war das auch so schwer. Das ist so eine Keramikplatte, praktisch wie so ein Frühstücksbrett. Aber, Leute, das ist so geil. Denn ich hasse Teller mit Ränder. Liebe My Little Box, das ist der Hammer, weil ich ehrlich gesagt damit jetzt mein Brot machen kann und dann kann ich das praktisch auch aufhängen irgendwo. Ist super praktisch, kann man auch Geschirrspülmaschine waschen, nehme ich mal an, aber muss man nicht, das kann man ja auch so. Und Baguette mit Erbsen, Ziegenkäse und Minze, da ist noch ein ganz tolles Rezept drin. Also, ich muss sagen, diese My Little Box hat mir noch besser gefallen wie die letzte. Die letzte war ja auch ein bisschen beautylastig, habt ihr auch das Nix-Glitter und so bekommen, aber. Diese Klammern finde ich toll. Das Brett finde ich richtig geil, Leute. Und für den Preis von knapp 17, 18 Euro muss ich sagen, ist das wirklich total in Ordnung, was hier drin ist. Also wer sich bei Richards ein bisschen auskennt, das kostet halt auch so 7, 8 Euro. Also Richards ist jetzt nicht zu günstig. Lancaster nehme ich mal an, das ist so eine kleine Travel Size. Das Serum, das weiß ich natürlich nicht, was das kostet. Und da alleine jetzt für 12 Euro irgendwie so ein Probierpaket, das finde ich mega, mega cool. Und was ich definitiv auch immer sehr, sehr toll finde an der Little Box, My Little Box. Also, ich bin echt schwer begeistert, muss ich sagen. Also, ich habe jetzt selten so ein Excitement für Proben entdeckt oder so, aber diese My Little Box ist wirklich toll. Meine Meinung hat sich jetzt nicht verändert, weil ich sie jetzt mal, also, weil ich sie jetzt zugesendet bekomme für einige Zeit, um sie praktisch zu reviewen. Aber ich muss echt sagen, die würde ich mir persönlich auch selber kaufen. Weil das Brettchen kostet sein Geld, das sind auch schon mal mindestens 10 Euro. Wer sich da auskennt mit Porzellanbrettchen, weiß, dass das zum Beispiel nicht so billig ist. Dann hier von Richards ein Full-Size-Produkt von Lancaster, was auch nicht billig ist. Und hier und da noch eine Probe und noch ein paar Coupon-Codes und so. Das finde ich richtig, richtig spitze. Ich bin obsessed mit dieser Verpackung. Und wie gesagt, Leute, vergesst den Tipp nicht, dass ihr da ein bisschen euer Make-up drin sortiert. Das ist richtig geil. Also meine andere Box. Die ist hier in der Schublade gelandet, da habe ich meine Nagellacke reingeräumt, weil die sind perfekt so hoch.
Die untere Packung ist zum Beispiel noch ein Stück höher. Da könnt ihr zum Beispiel auch eure Lidschatten aufpacken. Falls ihr euch wundert, was ich für einen soften Look drauf habe. Ich habe mir die Patrick Star von MAC Collection gekauft und habe diesen Ton, und zwar in Living Pink, komplett übers Lid gegeben. Und habe noch die passenden Lippenstifte dazu verwendet. Also packe ich den MAC Lippenstift in der Farbe Sweet Mama Star und dann Mama Star's Kiss. Einfach drüber gegeben, Lip Liner drüber und Obsessed. Aber die Madelbox lohnt sich. Schaut sie euch gerne an. Ich verlinke praktisch die ganzen Informationen und die Seite einfach unten. Und ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß beim Entdecken. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, meine Lieben. Und bis bald.